Wir von Q-Tube sind heute im Landkreis Diepholz unterwegs, um uns über die Haltungsbedingungen von Kälbern auf Milchviehbetrieben zu informieren. Natürlich macht es nicht jeder Betrieb gleich, aber grundsätzlich steht immer das Tierwohl an erster Stelle. So auch bei Gast-Q-Tuber Marvin, der letztes Jahr in neue Kälberstallungen investiert hat. Schauen wir uns also an, wie Kälber auf deutschen Milchbauernhöfen abseits aller Skandalaussagen wirklich gehalten werden. Genau, wir stehen hier ja auch schon tatsächlich vor einer Box mit Kälbern drin. Sind das die Jüngsten? Fängt das hier an oder wie läuft das bei euch auf dem Betrieb ab? Genau, bei uns läuft so ab, dass wenn das Kalb geboren wird, wird es erst in eine Einzelbox gebracht. Das machen wir aus hygienischen Maßnahmen. Also die Box ist vorher gereinigt worden, desinfiziert worden, ist mit frischem Stroh eingestreut worden. In dieser Box verbleibt das Kalb circa 14 Tage. Es hat Kontakt aber trotzdem mit anderen Kälbern. Also sie sind zwar abgetrennt voneinander, aber sie können sich sehen und sie können sich auch berühren. Das macht man einfach nur, weil das Kalb noch keinen Immunschutz hat. Das muss erst den Immunschutz aufbauen und deswegen halten wir es für die ersten 14 Tage getrennt. Wir wollen halt ein gesundes Tier haben. Uns ist halt daran gelegen, sag ich mal, die Tiere gesund aufzuziehen. Weil das auch letztendlich entweder die Tiere sind, die wir später verkaufen wollen, oder die Tiere sind, die wir für unsere eigene Nachzucht benutzen. Also in jedem Fall, sag ich mal, ist immer der Fokus darauf, das Tier gesund zu halten. Mhm. Und nach diesen 14 Tagen geht das Tier hier in diesen Gruppenstall rein. Wir haben in diesem Stall immer Sechsergruppen. Wir haben den Stall auch letztes Jahr erst neu gebaut, weil wir gesagt haben, wir würden gerne relativ früh auf die Gruppenhaltung gehen, weil wir auch für das Tier und aber auch für uns Vorteile dadurch sehen, im Sozialverhalten, auch in der Futteraufnahme und so weiter. Und deswegen haben wir in diesen Stall investiert, sozusagen auch nochmal wieder in Tierwohl investiert. Das sind auch bewusst Maßnahmen, die viele Landwirte tun, die nicht nur wir tun, sondern das machen viele Landwirte. Das hat einmal damit zu tun, es ist einfach für das Kalb ein Vorteil sozusagen, in der Gruppe zu leben, aber auch für uns, weil dadurch haben wir ein besseres Wachstum. Und so profitieren halt alle davon sozusagen, wenn wir auch in diesen Bereich investieren. Und Landwirte sind absolut veränderungsbereit, das würde ich immer wieder sagen, weil wir haben nur einen Profit davon, wenn es den Tieren gut geht, wenn wir gesunde Tiere haben. Und nur ein gesundes Tier kann am Ende Leistung bringen. Ob es das Kalb ist, ob es die Kuh ist, spielt keine Rolle. Ja. Und du hast ja gesagt, der ist jetzt noch recht neu, der Stall hier. Habt ihr den aus eigenen Stücken gebaut oder gab es da irgendwie ein Gesetz, das euch quasi dazu verleitet hat, dass ihr das machen müsst? Generell gab es damals kein Gesetz, das machen zu müssen. Es wird jetzt zum 1. Januar 2023 gibt es eine Änderung der Transportverordnung für Kälber. Und die besagt, dass man Kälber, die verkauft werden, also es geht immer um die Verkaufskälber, erst mit 28 Tagen transportieren darf. Das war vorher mit 14 Tagen. Das hat sich jetzt quasi etwas verlängert, nach hinten rausgeschoben. Dadurch brauchen viele Betriebe auch mehr Platz, weil sie ja dadurch mehr Kälber haben, die sie halten müssen. Deswegen werden auch viele Betriebe in dem Bereich investieren. Das wird auch wieder zu mehr Tierwohl führen und das ist auch okay. Und wir haben gesagt, wir gehen dann halt mit 14 Tagen in die Gruppe und halten die Kälber sozusagen bis zum Verkauf oder wenn sie bei uns bleiben, bleiben sie halt da drinnen in dem Stall. In dieser Gruppenhaltung. Aber das heißt per se, das war schon eine freiwillige Entscheidung ja. Und ihr habt gesagt, so nee, wir möchten das wirklich jetzt mit diesen Boxen machen und das war jetzt nicht irgendwie vorgeschrieben. Die meisten Investitionen, glaube ich, die meisten Landwirte in Tierwohl getätigt haben, das waren in der Regel fast immer, also oftmals wirklich freiwillige Entscheidungen, weil man einfach immer sozusagen auch einen Mehrwert quasi für das Tier sieht, aber auch einen Mehrwert für den Betrieb, auch aus ökonomischer Sicht. Also wir müssen halt immer alle Seiten sehen, das ist so. Das Tier steht erstmal im Fokus und im Vordergrund, aber wir müssen halt auch immer letztendlich unsere ökonomischen Rahmendaten irgendwo mit berücksichtigen. Ja. Das heißt, könnte man sagen, du bist stolz auf die Art und Weise, wie bei euch auf dem Betrieb die Kälber gehalten werden? Das Tier steht bei uns im Fokus und wir denken halt von dem Kalb oder von der Kuh aus sozusagen, was haben die für Bedürfnisse? Und daraufhin werden Entscheidungen getroffen. Auch mit einer ökonomischen Abwägung, auf jeden Fall. Aber letztendlich, wir denken immer vom Tier. Ja. Und würdest du sagen, dass man noch irgendwas verbessern kann hier an der Kälberhaltung? Oder bist du quasi ganz oben angekommen und das, besser geht's nicht? Also ich glaube, vom Grundsatz kann man immer was verbessern. Es gibt, glaube ich, also das ist auch ein Grundsatz quasi unseres Betriebes, dass wir immer darauf aus sind, uns irgendwo zu entwickeln. Heute wird es immer mehr eine qualitative Entwicklung.
Und ich glaube, da sind wir sozusagen immer, haben wir immer die Augen offen sozusagen und gucken halt uns immer, was kommt auch aus der Wissenschaft Neues, ne? Oder was wird uns vielleicht auch von anderen Seiten rangetragen? Wer hat einfach eine gute Idee? So, dass man einfach auch manchmal durch kleine Sachen, auch ohne groß, sag mal, Geld zu investieren, eine Verbesserung für das Tier und auch für Menschen relativ schnell erzielen kann. Also das heißt, wir sind halt immer auf Verbesserungen aus, auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, Landwirte sträuben sich auch nicht vor Veränderungen. Die gehen das auch mit. Das Problem ist ja häufig nur, dass viele Sachen einfach letztendlich am Ende nicht honoriert werden, ne? Und man Investitionen tätigen muss, die am Ende aber nicht bezahlt werden. Und da ist ja eine Diskrepanz irgendwo da. Ja, super. Dann auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank für deine Antworten auf unsere ganzen Fragen und auch auf die Einblicke, wie das bei dir alles so abläuft. Und ja, an euch Milchbauern und Milchbäuerinnen da draußen wollen wir noch ein bisschen appellieren, dass ihr vielleicht auch Bilder und Videos teilt davon, wie die Kälber bei euch auf den Betrieben gehalten werden. Und dann hoffen wir einfach, dass wir gemeinsam klarstellen können, ein für alle Mal, wie die Kälberhaltung wirklich funktioniert bei uns in Deutschland.